Hier haben wir auch ein paar schöne Blöcke am Wegesrand. Sowas ist natürlich auch immer besonders interessant für Pflanzen. Da gibt es dann so ein paar Spezialisten, die in so einem Block, so Block halten, besonders gut wachsen können. Unter anderem normalerweise, ja, Birke sieht gut aus. Buche eigentlich. Was ist das, eine Kirsche? Nee. Das ist auch eine Birke. Oh, die hat aber früh schon Schuppenborke. Eieiei. Ja, so gut, dass da Birke drin steht, das ist plausibel. Sieht toll aus. Und da hinten jetzt auch diverse Felsspalten, wo man sich notfalls verkriechen könnte. Sowas ist eigentlich nahezu immer Naturschutzgebiet. Sollte man also nicht unbedingt drin rumklettern. Davon abgesehen wäre das auch erheblich ungesund. Und schon ziemlich gefährlich sowas. Oh, guck mal. Aber da hätte man toll übernachten können, an dem kleinen freien Fleckchen da. Oh, das wäre super. Und da auch. Da oben ist auch nochmal so eine Stelle. Sieht mir allerdings fast so aus, als ob da auch schon mal jemand genächtigt hätte. Aha, Bingo, Naturdenkmal. Ja, Naturdenkmal ist quasi ein Naturschutzgebiet in klein. Gucken wir uns das mal genauer an. Ja, ihr könnt es dann lesen. Ich lese es jetzt nicht vor, ich will weiter. Ich lese es mir dann selber später auf der Kamera durch. Einfach Pause drücken. So, und dann geht es nochmal weiter. Also jetzt weiß ich nicht, ob dieses Totem hier in irgendeinem Zusammenhang mit den Dobler Schutzengeln steht. Ich vermute es mal schwer. Das Teil finde ich jetzt ehrlich gesagt cool. Vielleicht ist es ja zu irgendwas gut. Ich teste mal schnell. Nein, Füße tun nicht weniger weh. Vielleicht müsste man da irgendwie Kniefall vormachen oder weiß nicht. Ich glaube, probiere ich es nicht aus. Yay! Das hier scheint jetzt in irgendeiner Form zum Dobel zu gehören. Ist wohl noch nicht der Punkt, der auf der Karte als Dobel, also das offizielle Etappenziel, eingetragen ist. Aber immerhin gibt es hier mal Wind. Ich mag Wind. Ist zwar scheiße zum Filmen, aber ich mag Wind. Also, ich stelle fest, Dobel ist erheblich größer als man denkt. Und Dobel hat ganz schön viel Straße. Das mag ich überhaupt nicht, wenn ich am Wandern bin und dann zwischendrin auf sowas hier laufen darf. Ich finde, das geht immer wahnsinnig auf die Füße. Also wenn man das ohnehin schon den ganzen Tag macht, weil man halt irgendwo in der Stadt unterwegs ist und so Sachen, okay. Aber so zwischendrin bei so Langstreckenwanderungen, das kann ich nicht haben. Man muss natürlich dem Westweg zugute halten, dass er ja angeblich solche Passagen nur ganz wenige hat. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Ich komme jetzt gleich zum Kurhaus. Da gibt es dann wohl auch irgendwelche Infos für Wanderer. Vielleicht haben die ja sogar ein Eis oder sowas. Mal gucken. Alles Hotels und Gasthäuser und so ein Zeug. Also kein Wunder, dass man hier regulärerweise übernachten soll. Da hinten dieser Turm, das ist wohl der eigentliche Punkt Dobel, wo die ganzen Schilder darauf hinweisen. Ja, hier noch ein paar kleine Impressionen vom Dobel. Also das ist wirklich schon ein richtig großes Dörfchen. Ich hätte gedacht, das wären nur so ein paar Häuser. Sind es aber nicht. Das ist der Kindergarten. Und das hier ist jetzt das Sonnentor. Klingt nicht ganz so pervers wie die goldene Pforte. Ja, und da hinten ist dieser Aussichtsturm und da laufe ich jetzt noch hin und ich habe gerade jetzt wohl schon ein bisschen Päuschen gemacht. Werde aber da dann wohl noch mal ein kleines bisschen mehr Päuschen machen und dann gucke ich, dass ich nach Kaltenbronn komme, also zum Kaltenbronn. Gibt hier was Interessantes? Nee. Und da gibt es ja dieses Infozentrum. Ich weiß nicht, ob die da noch nennenswert aufhaben werden, aber es reicht bestimmt, um da mal so schnell die Toilette zu benutzen, was insofern interessant ist, weil die hat auch einen Wasserhahn. Weil ich nämlich keine Ahnung habe, wo ich sonst noch unterwegs nennenswert Wasser finde. Also es reicht mir gut bis dahin, aber viel weiter dann wahrscheinlich nicht mehr, fürchte ich. Naja, aber das werden wir dann sehen. Jetzt erstmal zum Aussichtsturm. Ja, und das ist der tolle Turm. Vielleicht fändet ihr es jetzt gut, wenn ich hochsteige und die Aussicht filme.
Mache ich aber nicht, hat nämlich Höhenangst. Haha. Deswegen müsst ihr selber her und selber hochsteigen. So einfach ist das. Ja, ich laufe jetzt noch 2 Kilometer in den Wald rein oder was. Und dann mache ich auch eine längere Mittagspause und werde eine Kleinigkeit mampfen. Wobei ich mir eben ein kleines süßes Stückchen vom Bäcker geholt habe. Aber trotzdem, Mittagspause muss dann sein. Eingang wäre jetzt hier die Treppe hoch und dann da rechts. So, bis später. So, inzwischen ist 10 nach 1. Ich bin ehrlich gesagt schon ganz schön geschlaucht. Wobei, wenn ich das so mit den normalen Touren, die ich sonst so mache, vergleiche, ist das im Prinzip egal. Ab einem gewissen Punkt laufe ich eh immer in einem dauergeschlauchten Zustand. Und zwischendrin wird es dann mal besser, weil gerade irgendwas Motivierendes in Aussicht steht. Und dann ist es dann gerade mal wieder schlechter, weil die Sonne gerade so runterbrutzelt und so weiter und so fort. Jedenfalls habe ich jetzt ein bisschen Päuschen gemacht, in der Hoffnung, dass das jetzt was geholfen hat und ich über frische Kräfte verfüge, also auf jeden Fall für die nächsten Kilometer. Das war jetzt schon notwendig. Dann werde ich irgendwann nochmal ein Päuschen machen müssen, fürchte ich. Heute brauche ich ein paar mehr Päuschen. Es gibt auch Tage, da kann ich wirklich lange durchlaufen, aber heute brauche ich ein paar mehr Päuschen, definitiv. Gut, aber ich habe jetzt hier noch ein paar interessante Dinge entdeckt, die ich euch zeigen wollte. Also hier haben wir jetzt gleich mal einen ganzen Haufen aus dem interessantes Zeug aus dem niederen, naja, Pflanzen- und Pilzreich, denn es handelt sich hier um Flechten, diese Teile mit den kleinen Bechern. Zum Beispiel das da oder das da. Das hier sind sogenannte Becherflechten oder teilweise nennt man sie, glaube ich, auch Napfflechten, aber Becherflechten ist auf jeden Fall richtig. Das funktioniert so, dass die ihre Sporen in ihrem kleinen Becher drapieren, also dieses Becherchen hier oben drauf. Und wenn jetzt ein Regentropfen in dieses Becherchen reinfällt, dann werden die Sporen da quasi rausgeschleudert durch den Einschlag des Regentropfens und verbreiten sich dann ja vergleichsweise ganz gut, relativ weit für Flechtenniveau halt eben. Flechten ist ja generell eine Symbiose aus Alge und Pilz, eigentlich aus Pilz mit Alge. Sie sind also überwiegend Pilz, der sich so ein paar kleine Pflanzenkompartimenten als Zuckerfabrik im Prinzip hält. Sehr effiziente Lebensform, kann quasi überall da vorkommen, wo wirklich überhaupt nichts anderes mehr vorkommt. Allerdings ist er die Flechte, auf Nährstoffe aus der Luft angewiesen. Und deswegen muss die Luft besonders sauber und besonders rein sein, dass da also keine giftigen Substanzen, Abgase, Schwefelverbindungen, so ein Krempel, dass davon möglichst wenig drin ist. Sonst kann so eine Flechte eben nicht wachsen und sich nicht das aus der Luft holen, was sie braucht. So, und dann haben wir hier das im Hintergrund. Das habe ich euch mal gezeigt, das ist das Frauenhaarmoos. Hier blüht es jetzt gerade in Anführungszeichen. Das kann man hier schön sehen. Dann bekommt es diese langen Stängelchen mit da oben dran, diesen kleinen Köpfchen. Und wenn man an denen mal ein bisschen rumspielt, dann kann es sein, in meinem Fall hier jetzt nicht so sehr zu sehen, dass kleine Staubwölkchen entstehen, wie wenn man auf bestimmte Pilze drauf drückt, dass die dann auch entsprechende Staubwolken abgeben. Und das kann auch bei diesen Moosen der Fall sein, wenn man da an den Fruchtkörpern rumspielt. Also nur, dass ihr auch mal gesehen habt, wie das Frauenhaarmoos Polytrichum commune im Blühend aussieht. Wächst hier überall, ist nichts Besonderes. So, und dann noch eine dritte Sache, die ich gefunden habe, ist hier das da unter meinem Stock, dieses Moos. Hier kann man es besser sehen. Das ist tatsächlich schon ein Torfmoos, das hier kleinflächig vorkommt. Zoomen wir zu diesem Zweck nochmal raus. Also das ist wirklich nur so hier in dem Bereich ein Büschel. In dem Bereich ein Büschel und sonst gibt es das da hinten nicht und auch da vorne nirgends. Also hier muss es wohl irgendwie besonders feucht sein und darauf deutet auch und eine weitere Pflanze dieses Zeug hier hin. Das ist auf jeden Fall eine Binse. Das ist zu erkennen an eben diesen langen, glatten Stängel da mit diesen, ich nenne sie mal Bobbele dran.
Das sind natürlich auch Fruchtstände, aber ich glaube, Bobbele kann man sich besser merken. Ich vermute, es handelt sich um die Rasenbinse, bin mir aber nicht ganz sicher, bin kein Binsenexperte, aber es ist sicherlich eine Binse. Ja, also viel zu sehen hier an diesem Plätzchen. Und jetzt gehe ich weiter und dann labere ich euch voll. So, jetzt habe ich gerade gefühlte 10 Minuten mit der nicht laufenden Kamera gequatscht. Also, die war schon an, die hat aber nicht aufgenommen. Naja, sowas kommt vor. Ich wiederhole mich ja gerne. Von daher ist das ja auch kein Problem. Also, mein Wasservorrat, da ist der aktuelle Stand der Lage, dass ich noch etwa 1,7 Liter habe und gerade viel getrunken habe. Das heißt, ich werde jetzt wohl wahrscheinlich noch ein Weilchen mit auskommen. Aber die Gegend um den Kaltenbronn, da weiß ich relativ gut, dass ich da wahrscheinlich irgendwo irgendein mehr oder weniger gutes Wasser finden werde. Einziges Problem dabei, was mir gerade auch so ein kleines bisschen Sorgen macht, ich hole mal ein kleines bisschen weiter aus. Es ist ja so, dass ich überhaupt nicht gewöhnt bin, Wassermangel zu haben bei irgendwelchen Touren. Ich bin ja sonst eigentlich immer nur in Regionen unterwegs, in denen man A, aus fast jedem Bach trinken kann und B, Bäche quasi noch und nöcher überall zu haben sind. Also gerade in Skandinavien ist es ja oft so, dass man überhaupt keine Flasche braucht und einem ein Becher reicht und man einfach bei jedem Bach, an dem man vorbeikommt, ein, zwei Becher voll trinkt und weitergeht. Und Lager aufbauen tut man automatisch wieder am nächsten Bach. Also, wenn es da etwas gibt, woran es nicht fehlt im skandinavischen Hochgebirge, dann sind das Steine und Bäche. Die beiden Sachen haben sie da genug. Viel mehr haben sie da allerdings nicht, aber gut. Jedenfalls, deswegen ist das so für mich irgendwie noch so ein bisschen psychologisch gesehen irgendwie ganz interessant. Wenn ich in Deutschland unterwegs war länger, dann war ich fast immer, ja zumindest mal im Fastwinter. Sehr frühes Frühjahr oder Herbst bis Winter. Und da ist das mit der Wasserversorgung, oh eine Pfütze, aber nee, die sieht so unappetitlich aus, die sauf ich nicht mal mit dem Sawyer. Jedenfalls das ist das mit der Wasserversorgung ja auch nicht so dramatisch, weil man dann einfach nicht so viel trinkt. Wenn man dann halt 3 Liter dabei hat, da kommt man dann ganz gut mit aus. Ja, so ist es. Ja, das war die Wasserversorgung. Dann habe ich jetzt einen Plan gemacht. Und zwar, ich werde wohl Freitagabend wieder erwartet. Das heißt, also das müsst ihr wissen, dass es jetzt Mittwoch ist. Ich habe noch morgen und dann noch einen halben Freitag ungefähr. Je nachdem, dass ich beim Freitag halt noch einplanen muss, dass ich irgendwie wieder nach Hause komme. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich ungefähr das laufen, was ich mir vorgenommen habe. Dass ich jetzt noch irgendwie zum Kaltenbronn schleiche. In der Hoffnung, da rechtzeitig zu sein, um nach Möglichkeit sogar Hahnewasser zu bekommen aus der Infozentrum-Toilette, also nicht aus der Schüssel. und dann werde ich mich dann noch irgendwie ein bisschen weiter schleifen bis um 8 und wo ich dann bin, da werde ich mein Lager aufbauen. Dann komme ich morgen sicherlich ohne größere Probleme nach Vorbach. Und da auch auf der, also Vorbach liegt unten im Tal. Ganz unten. Und man muss auch ganz runter, um über die Murg. Mein Heimatfluss fließt auch bei meinem Heim vorbei. Jedenfalls, da muss man dann drüber. Murgtal, ne, macht Sinn, wenn unten die Murg fließt. Und auf der anderen Seite muss man wieder hoch. Und ich vermute mal, so wie es mir zurzeit so gerade geht, fitnessmäßig, man muss dazu sagen, normalerweise ist das eine ziemlich kurze Etappe, die dann folgt. Vorbach bis kurz vor die Hornisgrinde wäre dann eben diese kurze Etappe. Und eigentlich habe ich gedacht, gut, dann hole ich das halt da wieder auf, weil ich ja den ganzen Tag dann volle Power laufe. Und durch diese
reguläre dritte Etappe, die verkürzt ist, meine fehlenden Kilometer vom ersten Tag quasi wieder gut machen kann. Ja, könnte sein, dass ich das hinkriege, aber das muss ich dann ja nicht, wenn ich am Freitag ohnehin wieder runter muss vom Schwarzwald und das mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das bedeutet, im Idealfall dackelt man da zur Hornisgrinde. Ich blende euch ja da zu diesem Zweck mal wieder die Karte ein, damit ihr so einen groben Plan habt, wovon ich eigentlich rede. Und dann kann man von der Hornisgrinde aus ziemlich gut mit dem Bus in alle erdenklichen Richtungen wieder den Schwarzwald, also den Hochschwarzwald, verlassen. Und wenn man irgendwo unten ist, nimmt man irgendeinen Zug und fährt dann dahin, wo man hin möchte. Das ist also keine größere Sache. Das Blöde ist jetzt, die fahren relativ früh, die letzten Busse, weshalb ich eben halt auch nicht zu weit weg sein darf von der Hornisgrinde. Dann will ich euch da noch relativ viel erzählen. Und ich will auch nicht in eine Situation kommen, wo ich dann ewig lang da noch rumhocke und auf den Bus warte, weil ich dann schon da bin. Das heißt, ich habe mir jetzt so einen groben Plan schon mal gemacht, wie das zeitlich einigermaßen ablaufen könnte. Und ich darf auch nicht zu spät da sein, dass ich riskiere, dass ich den letzten Bus verpasse. Weil dann hocke ich da Samstagmorgen nämlich immer noch. Beziehungsweise in dem Fall würde ich dann zumindest noch ein oder zwei Stationen weiterlaufen, wo es auch Busse gibt. Das wäre ja sonst ein bisschen bekloppt. Oder ich lade schon halt doch runter ins Tal. Mal gucken. Dann bin ich immer noch irgendwann spät abends zu Hause. Und tot. Ja, also so ist jetzt der Plan. Und jetzt laufe ich noch ein bisschen und dann labere ich euch noch weiter voll.